Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben in der letzten Folge uns hier ein bisschen weiter umgesehen, in der ganzen Plateauregion hier bei dieser riesigen Brücke. Wir haben einen Riddler besiegt, einen sehr eigenartigen Helm gefunden, für den wir eindeutig nicht die richtige Kopfstruktur haben, um ihn bequem aufsetzen zu können. Und schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen weiter um. Bisher war unser Ausflug hier echt relativ erfolgreich. Ich will es eigentlich gar nicht so laut sagen. Wir hatten noch einen Riesen gelegt, einige von diesen komischen Goblins. Haben auch schon ganz gut wieder Runen. Ihr seht es unten rechts, über 10.000. Sollte also für den nächsten Level-Up wieder reichen. Und das Ding hier ist natürlich auch sehr interessant. Hier ist irgend so eine kleine Festung am Felsen. Wisst ihr was? Wir müssen eigentlich auch mal hier runter gucken. Hier ist nur Nebel, okay. Vielleicht ist da die Spielwelt auch tatsächlich zu Ende. Das sieht fast so aus. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie die Spielwelt insgesamt aufgebaut ist. Wie gesagt, ich spiele das Spiel halt wirklich blind. Ich weiß nur ganz, ganz wenige Details. Ich habe mal kurz bei anderen Streams oder so reingeguckt vor einigen Wochen. Als das Spiel eben rauskam. Einige Wochen ist übertrieben, aber so lange ist es noch gar nicht draußen. Aber ich wollte mich halt wirklich nicht spoilern lassen. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung, wie die Karte aussieht. Ob wir uns hier quasi in der Mitte befinden oder am Rand. No idea. Und so soll es auch bitte bleiben. Keine Spoiler bitte. In den Kommentaren oder ähnliches. Ah, okay. Von daher, wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Wäre ja eigentlich auch gar nicht so abwegig, dass hier mal irgendwo wieder so ein Ort der Gnade mal auftaucht. Da können wir nochmal leveln. Ich glaube, als nächstes level ich mal wieder unsere Lebenskraft, unsere maximale. Das ist auch schon mal sehr vom Vorteil. So, hier haben wir nichts. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen Stärke leveln, aber im Augenblick unsere Waffe levelt noch sehr schlecht mit Stärke. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Aber wie gesagt, als nächstes kommt auf jeden Fall erstmal maximale Lebenskrafterhöhung. So, was haben wir hier? Da sitzt wieder irgend so ein Geisterdude. Und das da hinten sieht irgendwie nicht nach einem Baum aus. Das ist irgend so ein. Oh nein. Oh nein, die Typen waren auch gar nicht mal so ohne. Oh, und die hatten einen echt fetten Streitkolben. Das sieht richtig übel aus. Aber okay, da war ich da tatsächlich zurück. Aber mal ihn hier. Oh, der hat schon mal gut gesessen. Er ist ganz schön schnell. So schnell sieht er gar nicht aus. Mal nochmal ihn hier. Bam. Bam. Okay. Hohoho, Freundchen. Nicht übel. Bams. Eine schön hohe Reichweite mit unserer Sense. Zack. Weggenatzt. Easy going. Ja, Krummfingermedizin. Und Hammer-Talisman. Na. Wenn der Lanzentalisman unsere Lanzenangriffe verstärkt, dann. Es wird wohl der Hammer-Talisman bringen, Leute. Ist ja verrückt. Bessert ausdauernde, verringernde Angriffe gegen Blocker. Okay, ist was anderes. Interessant. Interessant. Ich glaube, es wäre auch gar nicht so gut gewesen, wenn ich den Dude geblockt hätte. Zum einen denke ich, das hätte unsere Ausdauer richtig runtergehauen. Und wer weiß, was der noch für Kombos abgezimmert hätte. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier dieser Geisterdude hier wieder vor sich hin murmelt. Genau. Ich wollte doch einfach nur kämpfen. Als Krieger. Bis zum bitteren Ende. Also warum? Warum, o führende Hand der Gnade, will sich diese Tür nicht öffnen? Okay. Das ist wahrscheinlich seine Überreste. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinterlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Wettkampf-Mehrspielerpartie rufen. Als Duellantengegner ist es eure Aufgabe, den Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Ja, okay. Ich war nie ein großer Fan des PvPs in den Souls-Spielen. Das hat mir nie so wirklich gefallen, kam mir immer ein bisschen imbalanced vor. Rollen war einfach das absolute Optimum. Die meisten Leute sind mit extremst leichter oder teilweise gar keiner Rüstung, gar keiner Kleidung durch die Gegend gerannt. War nicht meins. Fand ich alles so ein bisschen merkwürdig. Ist das hier wirklich nur ein Baum? Da sind auf jeden Fall. Ne, das sind irgendwelche Viecher. Das sind echt nur Bäume. Die bewegen sich so. Ist ja Gummibäume oder was? Guck dich das mal an.
Ist ja schlimmer als beim Witcher hier, das Baumgewehr. Okay, geht's hier nirgendwo rein? Gut, ich meine, der Typ hat jetzt gesagt, die Tür öffnet sich nicht. Er wollte sich als Krieger beweisen. Könnte jetzt natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass wir vielleicht hier irgendwie ein Duell gewinnen müssen vor dieser Tür gegen anderen Spieler, um die zu öffnen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt keine Lust zu, weil was auch noch dazu kommt von wegen zum Thema Imbalanced bei den Kämpfen ist halt, so war es zumindest in Dark Souls, soweit ich mich noch erinnern kann, wenn man invasiert wurde von anderen Spielern, dann hatte das noch längst nicht zu bedeuten, dass das Level technisch ausgeglichen war. Also gerade zu Beginn, ich hatte das Spiel, den ersten Teil, erst relativ spät nach Release gespielt. Das war damals noch auf der PlayStation 3, so lange ist das schon her. Meine einzige Konsole, die ich in meinem ganzen Leben besessen habe bisher. Dabei wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ja, und als ich das gespielt habe, da waren halt die meisten Spieler halt schon deutlich weiter. Und ich bin dann wirklich, es ist zumindest mein Empfinden von Leuten angegriffen worden, die halt viel besseren Stuff hatten. Also die hatten irgendwie Waffen, die gefühlt mit einem Schlag einem gleich fünf Elementardinge über den Latz gehauen haben. Ich gar keine Chance gegen. Und als ich hier mit Krabbenhari im Koop gespielt habe, da kann man ja auch invasiert werden. Im Singleplayer geht das nicht so einfach. Also, soweit ich weiß, halt gar nicht, außer man will es wirklich. Koop hat man da keinen richtigen Einfluss drauf. Und von einem sind wir auch angegriffen worden, der definitiv viel höheres Level hat als wir. Also der hat halt auch irgendeine Waffe, die hatte, ich weiß gar nicht mehr, Blutungs- und ich denke, das andere war Fäulnisschaden. Schon so lange her, was das war. Auf jeden Fall irgendein Element, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Das hat halt mit einem Schlag gemacht und so viel Schaden ausgeteilt und auch definitiv keine Startrüstung mehr angehabt und sowas. Also, das war auch schon so ein bisschen arg merkwürdig. Aber ja, so ist das eben. Wie gesagt, mit einer der Gründe, weshalb ich kein PvP in diesen Spielen mag. Ich finde, das Kampfsystem ist dafür auch nicht ausgefeilt genug. Es ist halt Rollenangriff, ja, man kann theoretisch Paraden machen und was mich halt ganz besonders dann nervt gegen andere Spieler ist auch, das kam halt auch noch dazu, als uns der Typ angegriffen hat, der Netcode ist halt für den Arsch. Wir hatten noch eine andere Invasion, zwei Stück insgesamt bisher, da habe ich auch einen definitiv getroffen, ich habe den Treffersound gehört, es ist Blut gespritzt, hat halt einfach keinen Schaden gemacht. Oh. Es hat halt einfach keinen Schaden gemacht, da kommen sie. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Und durch den schlechten Netcode sind hier noch mehr Wölfe. Ja, da kommen die anderen zwei. Da sind sogar mehr als zwei. Oh, du bist sogar getroffen und nochmal getroffen. Ich höre hier irgendwo einen Riesen. Au. Lass Olli in Ruhe. Du Pisser. Ich sag ja, ich hasse Kämpfen zur Pferde. So. Ich wollte auch gerade absetzen. War aber nicht mehr notwendig. Es gehen halt auch diese cheesy Taktiken, die noch besser gehen durch einen, durch einen schlechten Netcode, durch Lags und so weiter. Ist halt dieses hinter den Gegner laufen, die Backstep-Attacken machen. Und das ist halt gegen Menschen so nervig, weil es so stark. Es ist halt die ultimative Taktik, um zu gewinnen. Man kann es im Prinzip jetzt eigentlich keinen vorwerfen, dadurch, dass es so mächtig ist, aber es ist halt einfach nervig. Du bist im Kampf, du machst einen Schlag, er rollt um dich rum, zack, steht hinter dir und du siehst diese ewig lange Animation, er macht halt massivst Schaden. Und irgendwie, ich finde dieses Backstabben, dass das im Kampf geht, beim Anschleichen finde ich es in Ordnung, aber auch im Kampf finde ich es eigentlich immer noch merkwürdig, dass das geht. What the fuck? Ich wollte ja eigentlich zu meinem Kumpel, wer bist du denn? Der sieht verdammt stark aus, Leute. Der sieht aus wie dieser. Ja. Alter Schwede. Ja, ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Du hast hier so ein magisches Scheißschwert. Bist du eigentlich unser Kumpel hier oder was? Bam. Bam. Ja, und direkt weggehauen. What the fuck? What the fuck? Direkt am Ort der Gnade. Kommt hier irgend so ein Überboss angeschissen. Aber das Gute ist, wie ich gerade gesagt habe, direkt am Ort der Gnade. So, wir respawnen. Und holen uns das Ding hier wieder. Das ist doch garantiert quasi seine andere Form, oder? Irgendwie, er hat ja gesagt, er ist ein Riesenkrieger und so weiter.
Wir stellen ihn mal gleich zur Rede, ob wir ihn darauf irgendwie ansprechen können. Ob jetzt ein anderer Dialog startet oder sowas. Stufenaufstieg. Wir haben unsere Kraft. Mehr Lebenspunkte ist auf jeden Fall nützlich. Nützlich. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier irgendwas zu sagen hat. Hallo? Hallo. Here to learn a battle art. Können nicht drauf ansprechen. Guck mal, hat er irgendwas Neues? Achso, okay, das können wir uns alles nicht leisten. Parade. Wir könnten die zwei Sachen halt kaufen. Dann habe ich quasi. Denn das habe ich tatsächlich auch rausgefunden. Beziehungsweise nicht rausgefunden, sondern schon gehört. Und ist auch wieder was, wo ich mir denke, das sollte einem das Spiel eigentlich selbst sein. Man kann die Kriegsaschen jederzeit wechseln. Das heißt, das ist nicht One-Way, sondern wir können jederzeit hin und her wechseln zwischen bereits erlernten oder welchen, die wir bereits besitzen. Von daher habe ich jetzt einfach mal die beiden gekauft, denn ich glaube, until we meet again. Ja, denn dann könnten wir theoretisch halt wirklich unseren Schild wechseln und wären damit dann etwas leichter, weil ja gut, Feuerresistenz, also wenn wir es notwendig haben. Sagen wir es mal so. Noch müssen wir das nicht machen. Ich frage mich gerade, ob das bei anderen NPCs genauso ist. Ob da halt auch andere Typen auftauchen, ne? Das ist schon mega interessant. Krass, ey. Das war 100 Pro, ist das quasi seine andere Form irgendwie. Weil der kam ja auch aus dieser Hütte hier rausgelaufen. Ich konnte im Eifer des Gefechts jetzt leider nicht sehen, ob der NPC hier noch rumstand. Aber ich möchte wetten, dass er nicht dort stand. So. Okay, wir haben uns jetzt hier oben umgesehen. Jetzt ging es theoretisch noch nach hier. Jetzt ist auch alles gerespawnt. Wir wollten uns, glaube ich, hier unten noch mal umsehen. Die Ecke wollte ich mir noch angucken hier. Diesen ganzen Bereich. Ich meine, die Höhle haben wir gesehen. Die ist aber unten in dem Fluss. Das bedeutet, wir gucken uns jetzt hier oben noch mal dieses Plateau an. Da sollte jetzt eigentlich auch nichts allzu Gefährliches in Anführungszeichen für uns mehr sein. Also reisen wir erstmal an den Ort des Sees. Ich nutze die Ladezeit für einen kurzen Schluck zu trinken. Okay. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, alle Gegner sind respawned. Okay, was haben wir hier? Das bedeutet, ich muss natürlich auch darauf achten, den einen Riesen, den wir um eine Klippe besiegt haben, dass der jetzt wieder da ist und garantiert irgendwann auf uns runterspringen will. So, das hier sieht nach irgendeinem Schrein oder sowas aus, ne? Godric der Goldene, gedemütigt. Mikaelas Klinge zwang ihn in die Knie. Nun fleht er um Gnade. Okay. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier bei Nacht vielleicht irgendeinen Geist oder sowas treffen können. Ich glaube, den Dude möchte ich erstmal erledigen. Kann mich gut sein, dass der mir sonst ein bisschen auf den Sack geht. Komm mal einfach mal drauf, ihn Wahnsinniger. Und zack, er hat nicht mal den Boden mehr berührt hier. Sehr schön. Ganz schön viele Reiter. Und da oben ist der. Ne, das sind die anderen Riesen. Hier ist noch ein Lager. Oder kennen wir das schon? Ne, das kennen wir alles noch nicht hier. Glaube ich zumindest. Oder kennen wir das doch schon? Ist das dieses Lager, was ich hier immer so umschlichen habe? Ist es das? Das ist es doch, oder? Dann war ich hier ja doch schon. Zumindest zum Teil ja, definitiv. Die Ecke erkenne ich doch wieder. Stimmt, und da hinten sind diese ganzen Wölfe rumgerannt, wo ich gesagt habe, das ist mir ein bisschen zu viel. Dann laufen wir mal hier weiter. Mit den Wölfen müsste ich jetzt eigentlich klarkommen. Müsste, wohlgemerkt, das sind ganz schön fucking viele Wölfe. Das sind bestimmt 10 Stück. So, da muss ich jetzt aber auch vorsichtig sein. So, zeig mal, könnten wir hier irgendwo drauf springen? Hier ist ein Ort der Gnade. Nur kommen wir dann hier wieder irgendwie hoch oder nicht? Ja. Oder nein? Wir probieren es mal. Wir können uns ja sonst zurückporten. Gnade berühren. Ach,
Ach, da hinten ist dieses Sprungding, was wir von dem Fluss aus hätten nutzen können. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Das landen wir wahrscheinlich dann einfach hier oben irgendwie. Vielleicht kommen wir so dann auch tatsächlich wieder zurück. Gucken wir mal, liegt hier oben irgendwas drauf? Nee. Aber da will ich jetzt eigentlich nicht runterspringen. Das kommt mir dann doch ein bisschen tief vor. Kommen wir denn hier irgendwie wieder hoch? Hier hinten vielleicht. Das könnte gehen. Mit ein bisschen rumgehopse. Ja. Okay, ja, nice. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen Rücksetzpunkt. Das ist der Dude, den wir von oben gekillt haben. Aber jetzt will ich erstmal die Wölfe hier platt machen. Das könnte jetzt durchaus spannend werden. Wie ich schon gesagt habe, mehrmals. Auch kleine Gegner können echt arschgefährlich werden. Unsere Sense. Uiuiui, ja, genau aus dem Grund. Bam. Snipe nur. Schön um uns schlagen. Treffen eigentlich ziemlich viele mit einem Schlag. Eieiei, ich wollte auch gerade was trinken. Nach dem Motto, wir kriegen sowieso einen Heiltrank wieder, wenn wir alle besiegt haben. Na, guck mal, obwohl sie uns jetzt gar nicht so sehr. Alter Schwede. Von so vielen Seiten angegriffen haben. Haben mich doch einzelne ganz schön getroffen. Wir kriegen keinen Heiltrank zurück. Scheiße. Aber da oben steht auch noch einer. Das sieht ein bisschen nach dem Alpha-Wolf aus. Nehmen wir die normale Heilung. Ah, ich glaube, die dringende, die heilt uns nicht komplett, aber das reicht. Ja, das ist immer so. Das passt. Kommt also noch mehr. Dann ist auch noch einer. Hört jetzt bestimmt ein bisschen mehr aus, ne? Ja. Oh, was für ein schöner Wolf eigentlich. Schön weiß. Hui. Das findest du nicht so cool, ne? Das war dein Big Daddy hier. Tut mir leid. Gib mir Tränke wieder. Danke. Ist der Plan ja aufgegangen. So, jetzt gucken wir mal. Hier könnte ja durchaus noch irgendwie eine Höhle, Dungeon oder was auch immer sein. So, gucken wir mal. Wo steht der Riese eigentlich? Den haben wir davor noch gesehen. Komisch. Komisch, komisch. Hier ist wieder so eine Statue, die uns einen Weg zeigen will. Haben wir die schon aktiviert oder wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier waren wir noch gar nicht. Sehr eigenartig. Oder zeigt die uns eigentlich den Weg darunter und wir waren dort schon und deshalb sagt die nichts? Wir könnten hier wahrscheinlich auch dort rüber, ne? Aber das Gebiet erkunden wir lieber separat. Dann wollen wir das mal hier so abschließen. Was haben wir denn da hinten? Guck mal, da sitzt auch eine Libelle oder sowas drauf. Das, ich wollte gerade sagen, das muss ich mir merken. Das werde ich mir niemals merken können. Aber sonst liegt da auch nichts. Aber die Libelle sieht ein bisschen special aus irgendwie. Die ist, glaube ich, golden, oder? Kann natürlich über die Entfernung auch täuschen. Ah, die sieht schon irgendwie anders aus. Da, die hat doch irgendwas. Unglaublich. Komme ich hier irgendwie hoch? Da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Wir könnten von da oben runterspringen. Nur ob ich dann von dort aus lebend wegkomme, müsste wahrscheinlich mit meinem Pferd darüber springen. Ach du Scheiße, Leute. Machen wir das? Hier geht's auch noch weiter. Ah, jetzt können wir dem Fluss hier oben noch folgen. Ja, nee, ist klar. Was machst du denn für einen Sprung? Was ist denn noch an? Und warum hältst du jetzt so viel mehr aus? Jetzt nicht mehr. Oh, guck mal. Da war auch, glaube ich, irgendwie. Jawohl, in die Schnauze. Auf die Schnauze. So. Mistviecher. Eierstock des Landoktopus. So, lass mich mal gucken. Sieht doch anders aus, oder? Ich mach's jetzt einfach.
So, was gibt's hier? Kopf der großen Libelle. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Hier direkt runterspringen kann ich niemals. Oh, Leute, wenn das mal nicht mächtig in die Hose geht. Ich muss erst mal gucken, in welche Richtung muss ich. In die Richtung. Okay, Olli, lass mich nicht im Stich. Oh doch, das ging relativ easy. Aber er hat guten Schaden bekommen. Okay. So, wir reiten jetzt hier einmal fix durch. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hier landen. Schwupps. Was ist das denn? Hier wollte ich gar nicht hin. Was soll ich denn hier? Hier waren die ganzen scheiß Skelette auch noch. Komm. Ah, das wollte ich. Jawohl. Ach, sehr schön. Danke, Olli. Kannst erstmal dich wieder ausruhen. Bist ja ein bisschen angeschlagen. Ich weiß übrigens gar nicht, ob er sich eigentlich von alleine heilt, wenn er erstmal länger weg ist. Wenn er sich quasi über Zeit heilt. Oder ob das wirklich wie bei uns ist, erst am Lagerfeuer wieder. Wir werden es bald sehen. So, gucke ich jetzt hier oben weiter. In die Richtung wollte ich ja erstmal eigentlich nicht. Aber es scheint auch nicht so weit weiter zu gehen, weil hier oben scheint schon die Klippe zu sein. Also gucken wir oben weiter. Komm, dann haben wir die Ecke hier abgeschlossen. Und dann können wir vielleicht ja endlich mal auch zu der Burg gehen. Aber es gibt halt ständig irgendwas zu entdecken. Es ist halt wirklich wahr. Erstmal hier hoch. Nicht, dass wieder irgendwo so ein Arschloch-Riese steht, der uns eine Scheiße auf den Kopf schmeißt. Sieht aber ganz gut aus. Aber der Ecke hier traue ich nicht. Ob hier mal was aus dem Wasser auftauchen wird oder so Mist. Und diese scheiß Libellen halt. Wenn sie einen halt auch einfach mal angreifen würden, ne? Und nicht ewig wie die absoluten Arschgeigen, wie sie nun mal sind, durch die Gegend flattern, ohne dass man sie angreifen kann. Zumindest als Nahkämpfer. Übrigens, Entschuldigung, meine Nase setzt sich schon wieder zu. Ich bin halt leider immer noch erkältet. Es wird schon besser, aber es ist noch nicht komplett rum. Au, ja, siehst du, genau dich meine ich hier. Das ist ein Penner, aber hier, ha. Die Sense hat schon eine schöne hohe Reichweite. So, hier haben wir einen Landoktopus. Da kann man den eigentlich auch. Stimmt nicht, oder? Da hätte ich lieber direkt drauf angreifen sollen. Ah, die Libelle gleich mit erledigt. Und Bams. Also die muss man einfach weg bashen. Einfach drauf. Gar nicht groß irgendwie versuchen, irgendeinen taktischen Scheiß zu machen. So einfach drauf hauen. Wie ein Bekloppter. So, jetzt schleichen wir uns an den hier noch ran. Hier ist doch mit Sicherheit irgendwo noch ein. Oh, da ist noch einer. Also noch ganz viele. Aufgeladener Angriff. War praktisch gar kein Schaden gemacht. Aber egal. Jawohl. Okay. Das müsste reichen. Yes. 29. Oh, der nächste will uns auch schon. Nein. Shit, das tut bestimmt richtig weh. Ja, tut es. Jetzt mal vorsichtig hier. Der geht ja richtig steil. Jetzt ran und als draufhauen. Ja, wir hauen ihm halt auch seinen Tentakel weg. Das ist schon ganz cool, dass das geht. So. Wir kriegen ja hier bestimmt früher oder später einen Trank zurück. Ha, kaum ausgesprochen schon am Leben. Und wieder deine ekelhaften Eierstöcke hier. Igittigittigitt. Hier ist was versteckt. Seht ihr das? Hier geht es irgendwie rein. Ja, nein, vielleicht noch nicht. Nicht so richtig versteckt. Hier können wir irgendwie hoch. Gucken wir uns auch noch an, nachdem wir den Fluss gesäubert haben. Da liegt irgendwas. So ein Gegner. Was ist eine Schildkröte? Nein, kein Gegner. Nur eine Schildkröte. Okay. So.
dann weiter des Weges, der kein Weg ist, sondern ein ekliger Brackwasserfluss hier. Eklige Sumpfscheiß hier. Hat er uns schon gesehen? Nee. Nur die scheiß Libelle, die ich eigentlich vorher mal loswerden wollte. Ah, was soll's. Er hat uns doch gesehen. Und jetzt direkt ran. Oh, kann ich das zulassen, ne? Die Libelle gleich mit erwischen. Ja, also die Sense macht schon wesentlich mehr Schaden als unser Degen. Das kann man wirklich so sagen, auch wenn ich mit dem Degen die falsche Taktik gefahren bin. Aber die Sense geht eigentlich schon ganz gut ab mittlerweile. Ich habe mich an ihr Bewegungsmuster jetzt schon ganz gut gewöhnt, muss ich sagen. Ist doch ganz nice jetzt. Die Reichweite ist auch doch nicht so beschissen, wie ich anfangs dachte. Ist das hier eine Höhle? Das ist eine Höhle. Guckt es euch an, Leute. Na super, eine Höhle mit einem neuen Miniboss. Was soll da schon schief gehen? Ah, guck mal, so muss Wasser aussehen. Schön, schön. Da ist uns ein fucking Magierturm, wo wir nicht reinkommen. Und hier können wir noch ein Stück hoch, das gucken wir uns noch an. Ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Hallo und tschüss. Ja, das hast du so gedacht, ne? Wolltest du mir noch auf den Sack gehen? Ich hätte es schon fast besser gefunden, oder was heißt fast, ich hätte es besser gefunden, wenn die nicht Libellen dafür genommen hätten, sondern Mücken. Eigentlich sind Libellen ganz cool. Ich mag Libellen. Ganz gechillt eigentlich. Aber die Viecher sind halt alles andere als gechillt. So, hier gucken wir nochmal. Hier geht es mich auch noch irgendwie hoch. Immer mal den Lock-on spammen hier. Zu gucken, ob sich nicht irgendwo Gegner versteckt. Das ist zwar ein bisschen billig, aber sorry, in solchen Spielen muss ich jeden Vorteil nutzen, den ich kriegen kann. Okay. Da wieder eine Libelle. Guck mal, kriegen wir den. Jo, komm, komm, komm. Yes. Seit mit der Sense muss man auch treffen, sonst hat man ein Problem. So, die Höhle wurde uns... Nein, die wurde uns noch nicht markiert. Interessant. Okay, dann gehen wir hier mal hinein. Ach, genau richtig. Jetzt fängt es auch gerade an zu schiffen. Rein ins Trockene hier. Hochstraßenhöhle. Okay, ich bin gespannt. Alles klar, dann machen wir hier erstmal eine Rast, würde ich sagen. Wir sind zwar von unseren... Ach, ich überlege gerade. Wir sind von unseren Tränken und allem her eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Eigentlich wäre eine Rast, glaube ich, auch fehl am Platz. Da müssen wir die ganzen Gegner wieder natzen. Weil es gab hier auch irgendwo... Wisst ihr was? Planänderung. Wo bin ich hergekommen? Hier bin ich hergekommen, richtig? Wir gehen jetzt doch nochmal kurz hier raus. Bevor ich jetzt dann doch irgendwie in der Höhle bei einem Boss oder so drauf gehe. Aber hier gab es dann auch irgendwie eine Möglichkeit, nach oben zu gelangen. Die gucken wir uns kurz vorher nochmal an. Wir können ja jetzt jederzeit in die Höhle schnell reisen. Als es hier oben irgendwie dann doch langweilig werden sollte. Weil hier geht es nämlich hoch. Das will ich mir jetzt noch angucken. Was es hier noch gibt. Das ist bestimmt nämlich auch irgendwo wieder eine Sackgasse. Hier gibt es nichts. Wir könnten hier drauf. Das könnte aber auch irgendwie unser Untergang sein, weil da unten ist das Meer. Sollten wir da drauf? Geht's von da aus noch irgendwie weiter? Da geht's drauf. Guck mal, da ist was. Da ist was. Wir haben doch was entdeckt. Wir haben was entdeckt, Leute. Was gibt's hier? Sitzt hier wer? Hier saß mal wer. Der saß wohl ziemlich lang. Schildkröten, Halsfleisch. Das ist wahrscheinlich aber auch wieder ein Buff, den ich mir noch nicht genau angeguckt habe, aber naja. Ich habe jetzt was Cooleres erwartet. Aber na gut. Es ist immer noch so ein bisschen rar, was geilen Stuff angeht bisher. Also so coole Waffen, Rüstung und so weiter. Wir bekommen mal hier und da eine Waffe, aber so das Außergewöhnlichste bisher ist ja eigentlich echt unsere Sense, die wir gefunden haben. Die lag halt einfach irgendwo rum in der Kiste. Ich glaube, bei dieser komischen Kathedrale war die ja. Und ansonsten sind all unsere Waffen eigentlich relativ Standard.
Die Helebarde, gut, dafür mussten wir auch den goldenen Reiter besiegen, den Baumwächter. Ich glaube, ich werde niemals aufhören, ihn einfach den goldenen Reiter zu nennen. Aber ich möchte sie eigentlich töten, schon allein, weil sie mich einmal angegriffen hat. Aber es dauert mir zu lange. Aber ansonsten so, auch rüstungstechnisch, diesen einen Helm, den wir den Kavalleristen abgenommen haben, ist wohl das Außergewöhnlichste bisher. Und den finde ich einfach leider echt nicht schön. Wenn er nicht ganz so schmal und langgezogen wäre, dass halt... Naja, ich habe es ja schon oft genug gesagt, dass ich es eigenartig finde, weil der Kopf eigentlich gar nicht reinpassen würde. Und das geht mir halt schon auf den Nerv. Aber okay, dann machen wir hier erstmal einen Break und gucken uns in der nächsten Folge an, was es hier in der Höhle so für uns zu entdecken und zu bekämpfen gibt. Bis dahin, Leute. Ciao.